Süße Naschereien ganz für den guten Zweck. Kekse und Gebäck sind ja in der Vorweihnachtszeit Tradition und die Veranstaltung Kinder und Soldaten backen Hilfe verbindet die süße Leckerei mit dem guten Zweck. Bereits zur Tradition geworden ist das gemeinsame Keksebacken, das jedes Jahr aufs Neue von Karl-Heinz Buchegger organisiert wird. Ja, die Veranstaltung gibt es bereits seit 2004, ist von meinem Vorgänger entstanden und ich lasse es jetzt bereits seit 9 Jahren sozusagen weiterleben. Die Kinder reagieren natürlich sehr positiv darauf, man sieht immer wieder die leuchtenden Augen und vor allem jeder will gerne helfen und unser Motto ist ja natürlich auch Schutz und Hilfe. Mit großem Eifer stürzen sich die Kinder auf den Teig. Es wird geknetet, geformt und ausgestochen, was das Zeug hält. Wie findet ihr das Keksebacken heute? Sehr gut. Ja. Lustig. Ich auch und man kann was essen. Ja, also wir sind heute eigentlich zum Keksebacken hier. Wir backen hier verschiedene Kekse und es macht halt auch voll Spaß, zum Beispiel Kekse auszustechen, den Teig zu machen, ja, und dann halt zu backen. Den Kindern gefällt es, gerade auch, weil nicht nur Soldaten mit ihnen backen, sondern auch bekannte Größen aus dem Sport, was ebenso schon zur Tradition geworden ist. Ja, wir wurden vor einigen Jahren eingeladen vom Herrn Vizeleutnant Buchegger, haben die Einladung dankend angenommen und mittlerweile ist es so, dass das Ganze schon große Tradition hat und nicht nur der Handball vertreten ist, auch Volleyball, die Leichtathletik. Leichtathleten sind hier mit vor Ort am Werk und es macht großen Spaß und vor allem die ganze Hilfe kommt jenen zugute, die es dringendst brauchen. Backen für den guten Zweck. Eine Aktion, die bedürftigen Kindern zugutekommt und gerade in dieser besinnlichen Zeit Wärme bringen soll.